Ja, danke für die nette Überleitung. Ja, den Ball nehme ich gleich auf. Der Vortragstitel heißt Nachhaltig mit Geld umgehen. Geld als aktivierendes Element nachhaltiger Gesellschaftsgestaltung. Jetzt habe ich vorhin bei Johannes Heimrath gelernt, vielleicht hätte ich den Vortrag ganz anders nennen sollen. Vielleicht ist aktivierendes Element gar nicht der richtige Ausdruck, sondern vielleicht der lebensfördernd an der Stelle, um das mal aufzugreifen, schon der gehaltvollere, richtige Begriff. Ja, nachhaltig mit Geld umgehen ist, ja, ich hoffe, dass Sie alle nicht nur hier sind, weil Sie gleich auf den überragenden Vortrag von Daniel überall zum Thema Web 2.0 warten, sondern vielleicht, weil es Sie auch interessiert. Die Herausforderung für uns als GLS Bank ist es, ja, dass das Thema Geld, nachhaltige Geldanlage im, ja, Mindset, das war auch so ein Begriff, den wir heute gehört haben, der Entscheidung für Konsum oder der Entscheidung überhaupt, ja, leider aus unserer Sicht immer an einer sehr, sehr, ja, nachrangigen Stelle agiert. Ich habe mit Genuss das Buch von Peter Unfried gelesen, wie er so seine Entwicklung beschreibt. Mein neuer Kühlschrank, Al Gore und ich, irgendwie, ne, war der Titel. Und ich hab es mit Genuss gelesen und es war wirklich an vielen Stellen so, dass ich mich da wiedergefunden habe, auch mit einem Schmunzeln im Gesicht. Die einzige Enttäuschung in dem Buch war, das muss ich jetzt einfach sagen, ist das Thema ethisches Investment tauchte da nämlich auch nur so als Randnotiz am Ende auf. Und ja, das ist so ein bisschen symptomatisch und deswegen würde ich mir wünschen, dass ich da vielleicht jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten, die Sie mir geben und ja, die ich hoffentlich sinnvoll nutzen kann, das Thema ein bisschen näher bringe, schmackhaft mache und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Irrtum aufräumen kann, wenn es um das Thema ethische Geldanlage geht. Ja, Geld regiert die Welt. Wenn Sie sich mit dem Thema Geldanlage befassen, was machen Sie mit Ihrem Geld? Dann haben Sie in der Regel drei Kriterien, die Sie bewegen, wie Sie Ihr Geld anlegen. Das ist einmal der Aspekt, ja, der Sicherheit, in den Tagen von Krise der Finanzwirtschaft ganz besonders wichtig. Wir sind knapp an einer Finanzkrise vorbeigeschlittert, dass wirklich Banken pleite gegangen sind. Also es ist dann oft eine Rettung in letzter Minute gewesen. Also das Thema Sicherheit bewegt im Moment Geldanleger ganz, ganz essentiell. Das Thema Ertrag ist natürlich auch ganz klar. Sie fragen sich, welche Renditen habe ich bei Geldanlagen, wie viel Zinsen bekomme ich da, was muss ich bei Finanzierungen für ja, Zinsen zahlen. Und das Thema Verfügbarkeit ist natürlich auch, muss ich schnell über das Geld verfügen können, kann ich es langfristig anlegen. Das sind so drei Klassiker bei der Geldanlage, die jeder von uns, wenn er vor der Entscheidung steht, bewegt. Was ist jetzt das Besondere bei einer ja, nachhaltigen Geldanlage, bei einer ethisch-ökologischen Geldanlage, so wie es die bei uns im Haushalt gäbe? Das ist das Thema, es kommt ein viertes Kriterium dazu. Und das ist eben, dass sich Anleger, die bei uns ihr Geld anlegen, fragen, was passiert eigentlich mit dem Geld? Also wie geht die Bank mit dem Geld, was ihr anvertraut wird, um? Wie investiert sie dieses Geld? Und ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo eben ja, wir als GLS Bank oder auch eine Triodos, die ja auch heute mit vertreten ist, wo wir halt einen anderen Ansatz fahren und eben ja diese Geldverwendung ganz anders sehen. Wie wir das sehen, komme ich nachher drauf. Ich bleibe noch ein bisschen im theoretischen Bereich. Funktionen von Geld. Wozu ist Geld überhaupt da? Wenn sich mal jemand mit Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaftslehre beschäftigt hat, näher, der hat mal im Studium oder in der Schule vielleicht auch gelernt, dass Geld ja im Wesentlichen drei verschiedene Funktionen hat. Nämlich eine Zahlungsfunktion, das ist Zahlungsmittel, damit kann ich in den Laden gehen, mir etwas kaufen. Das hat eine Wertaufbewahrungsfunktion, in Zeiten hoher Inflation weniger als in Zeiten von niedriger Inflation, aber mit Geld kann ich meinen Wert erhalten. Und es hat eine Bewertungsfunktion, nämlich ich kann Güter in Geld ja, bewerten und kann sie damit ja handelbar machen und muss nicht mehr auf klassische Tauschgeschäfte zurückgreifen, wie das halt in früheren Wirtschaftsformen war. Auch da ist das Besondere ja, bei ethisch-ökologischer Geldanlage eben, dass eine vierte Funktion dazu kommt und ich habe sie mal Aktivierungsfunktion genannt. Vielleicht wäre auch da Lebensförderungsfunktion der bessere Begriff. Was heißt das und was meine ich damit? Mit Geld kann ich im besten Falle Menschen dazu versetzen oder in die Lage versetzen, ja, Gesellschaft zu gestalten und zwar positiv zu gestalten, eben indem Dinge möglich werden, die sie vorher nicht tun konnten. Ich kann ja, Projekte anschieben, die sonst nicht angeschoben würden
Und je nachdem, wie ich mich entscheide, wem ich mein Geld gebe, das ist genau das Gleiche wie beim strategischen Konsum. So habe ich auch bei der Geldanlage die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte, dass die Gelder, die ich der Bank anvertraue, in ganz bestimmten Bereichen, die ich für ja, nachhaltig empfinde, dass die Gelder in diesen Bereichen investiert werden. Ja, klassische Bankangebote, nur schnell im Überblick, das meiste davon kennen Sie. Ja, Geldanlagen, das sind klassische Spareinlagen, die jetzt erstmal unter Lohas Gesichtspunkten alles andere als sexy sind. Also zu sagen, irgendwie beim Abendgespräch auf der Party, ja, ich habe ein neues Sparbuch irgendwo, habe ich noch nicht erlebt. Also das ist jetzt kein Lifestyle-Produkt, ein Sparbrief oder ein Sparbuch. Auch Termin- oder Tagesgeldkonten sind jetzt nicht wirklich. Ne, haben nicht Sexappeal. Das ist halt anders als bei einer Marke wie Hauschka, wo man irgendwo Produkte hat, die man fühlen kann, die man erleben kann. Geld ist jetzt nicht was, ja, womit ich Lifestyle verbinde. Termin- und Tagesgeldkonten allenfalls dann, wenn ich sagen kann, die kommen direkt, hat mir einen Brief geschrieben, 4,7% auf dem Tagesgeldkonto ab dem ersten Euro. Mensch, das ist ein Knaller, das ist vielleicht nochmal ein Thema. Wertpapiere in allen Varianten, ja, Beteiligungsformen, das sind so die Klassiker bei Geldanlagen. Dann gibt es den Zahlungsverkehr, sowas wie Girokonten, Kreditkarten, kennen Sie alle, haben Sie wahrscheinlich alle in der Brieftasche. Ein Girokonto wird jeder von uns haben fürs Gehalt, für die Zahlungen, die anfallen. Ja, Sie haben Versicherungsleistungen, Rentenversicherung, Berufsunfähigkeit, also die ganze Palette im Prinzip. Und Sie haben den Finanzierungsbereich, nämlich sowohl im privaten Umfeld als auch im unternehmerischen Bereich. Einmal über Kredite, das ist dann Fremdkapital oder direkte Beteiligung in dem Eigenkapital zur Verfügung gestellt wird. Also alles Klassiker, die Sie bei jeder Bank finden, die jetzt nicht per se irgendwie nachhaltig sind oder nur was mit der GLS Bank oder anderen ethisch-ökologischen Banken zu tun haben. Damit erstmal das Thema Geld vorerst abgeschlossen. Der Link zu Lohas. Ja, also wir fragen uns halt auch in der Bank immer wieder, ja, was drückt dieser Lebensstil aus? Was sind die Anforderungen der Menschen, die unter diesen Lebensstil subsumiert werden? Und da tauchen halt immer wieder, das haben wir heute ja auch schon zu Genüge gehört, Begriffe auf wie Authentizität, ja, dass es moderne Produkte und Angebote sind. Dass ja, die Menschen, die zu dieser Gruppe gezählt werden, hinter die Dinge schauen, also sich dafür interessieren, für Hintergründe, Fakten sehr, sehr interessiert sind, was da passiert. Die wollen Erlebnisse haben, also das ist ein ganz entscheidender Punkt, also die wollen irgendwo Produkterlebnisse haben. Sie vernetzen sich, sind technikaffin, alles Dinge, die wir heute zu Genüge schon auch aus den unterschiedlichen Studien herauslesen konnten. Und auch ein ganz wichtiger Punkt und der gerade für uns als Bank auch von großer Bedeutung ist, sie leben mit Widersprüchen und sie gehen ganz bewusst eben mit diesen Widersprüchen, die es gibt, auch um. Ja, und das Thema Genuss ohne Reue hatten wir auch schon. Jetzt wieder der Link zum Geld. Was hat das für Konsequenzen und wie erleben wir als Marketer und Vertriebler in der Bank diese ja, noch etwas nebulöse Zielgruppe? Also wir haben die These, dass Geld für Lohas in erster Linie Zahlungsmittel ist eben für strategischen Konsum. Ja, also im Mindset ist eben nicht das Thema ethisches Investment, auch wenn das in der Studie vom Zukunftsinstitut heute Morgen, ich glaube, mit 225 Milliarden Dollar irgendwie als ein Riesenmarkt gesehen wurde. Also wir merken zwar, dass unser Bereich kräftig wächst. Also wir haben in den letzten Jahren als Bank wirklich eine erfreuliche Entwicklung gemacht, jedes Jahr 20% zugelegt. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir sagen, dieser Hype, der da jetzt angekündigt wird und von dem Eike Wenzel heute Morgen gesprochen hat, dass der jetzt schon voll bei uns angekommen ist. Also trotz Finanzkrise. Also wir erleben halt wirklich, dass das einfach im Bewusstsein einer Entscheidung noch nicht da ist. Die Leute befassen sich als erstes mit gesunder Ernährung, ja, stellen dann, weil es sehr leicht ist, vielleicht noch den Stromanbieter um. Ja, dann haben wir gerade gehört, das Thema ja, ökologische Mode ist auch schon ganz schwierig, ist auch schon nachrangig. Und wenn all das erledigt ist, kommt dann vielleicht irgendwann mal der Bewusstseinssprung. Ach ja, es gibt ja auch Banken, bei denen man was machen kann. Also wir hängen da wirklich sehr in the long tail sozusagen.